und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sophia und ich möchte jetzt gerne mit euch, liebe Krebse, in den kommenden Monat schauen. Das ist der Dezember 2023 und wir werden einmal mit den Lennemore-Karten einen großen Rundumblick auslegen und im Kollektiv schauen in die verschiedenen Lebensbereiche, was sich so bei dir prägnant zeigt, was wichtig und beitragend ist. Bitte nimm nur das mit, was dir ein Beitrag ist, alles andere lass gerne hier. Schau auch gerne nochmal bei deinem Mond, Sonnen, Zeichen nach oder bei deinem Aszendenten. Weitere Impulse findest du natürlich in den Liebeslegungen und den Wochenlegungen. Auch da kannst du gerne nochmal vorbeischauen. Ja, und wie gesagt, wichtig ist mir immer noch zu sagen, Karten sind Tendenzen und gerade Kollektivlegungen. Das heißt, jeder ist auch natürlich für sein Handeln selbst verantwortlich. Bitte mach nicht alles von den Karten abhängig. Hast du natürlich Interesse an einer privaten Legung, dann schau auch gerne bei mir auf der Website vorbei. Oben hier in YouTube unter meinem Bild findest du den Link zu meiner Website und auch da kannst du dann bei mir einen privaten Termin buchen. Ja, würde ich mich natürlich mega darüber freuen. Aber jetzt starten wir erstmal für euch Krebse in den kommenden Monat, in den Dezember, mit dem großen Rundumblick. Was zeigt sich für meine lieben Krebse im kommenden Monat? Was darf ich hier Wichtiges und Beitragendes übermitteln? So, einmal der große Rundumblick für meine lieben Krebse. Was ist hier wichtig im Kollektiv zu übermitteln? Da kam das Stopp. So, ich lege einmal aus und dann gehen wir zusammen in die Deutung. Der Mann im Lennemore ist immer das Gegenüber, egal ob männlich oder weiblich. Die Dame ist immer, egal ob männlich oder weiblich, der Zuschauer. Das nur noch mal so kurz zur Erklärung für alle, die neu sind hier auf meinem Kanal. So, ich schaue dann immer als erstes, ob eine Karte ins eigene Haus fällt, weil das hat dann eine doppelte Bedeutung. Nein, es scheint nicht der Fall zu sein. So, dann starten wir bei euch selbst, ja? Ihr selbst liegt im Park, im Haus der Öffentlichkeit. Das heißt, ihr geht diesen Monat anscheinend viel raus. Das Außen scheint für euch wichtig zu sein. Ihr guckt direkt auf den Fuchs. Der Fuchs steht immer für Schlauheit, aber manchmal auch für Hinterlist, ja? Jedoch schaut der Fuchs hier aus dem Kartenbild raus. Und ihr schaut direkt auf den Schwanz, das heißt, es geht darum, für euch selber Schlauheit aufzuwenden, ja. Ich sehe bei euch selbst, über euch liegt der Lebensbaum mit den Ruten, ja. Für den einen oder anderen wird es hier Gespräche geben oder Konflikte in eurer Verwurzelung mit euch selbst, ja. Die Wurzeln zeigen direkt auf euch selbst. Beziehungsweise, wo ihr etwas für euch selber in euch klären müsst. Beziehungsweise, ja, wo es mit dem Außen etwas zu klären gibt, weil der Gegenüber liegt ja auch da dran. Das müssen aber nicht Streitgespräche sein, sondern das können einfach auch nur Gespräche sein, offen und ehrliche, weil hier liegt nämlich das Buch des Geheimnisses, ja, hier ist etwas noch nicht ausgesprochen und der Reiter steht immer für jemanden, der neu ins Leben kommt, das heißt für euch, lieben Krebse, die jetzt Single sind,
Hier könnte es wirklich sein, dass jemand Neues in euer Leben treten möchte, es aber irgendwie auch noch nicht offen gesagt hat mit dem Buch, beziehungsweise ja, ihr vielleicht auch gar nicht wisst, ob die Person Interesse hat. Wenn man dann dabei gleich beim Reiter guckt, der liegt nämlich im Kind des Neuanfangs. Das heißt, hier ist definitiv jemand, der Interesse an euch hat. Hier kommt jemand Neues auf euch zu im Kollektiv und das scheint ein Gegenüber zu sein. So, und dieses Geheimnis, da liegt die Sense drauf. Hier unten ist es nämlich die Hauskarte vom Buch. Da heißt, ein Geheimnis wird im Dezember gelüftet. Ja. So, dies nur noch mal kurz abschweifen, weil es gerade so prägnant rüberkam. Ja, unter euch liegen noch so ein bisschen die Unklarheiten. Ja, diese Unklarheiten scheinen ja hier mit dem Geheimnis, weil etwas noch verborgen ist, zu liegen. Und die Wolken liegen in eurem eigenen Haus. Also hier geht es um Unklarheiten. Und wenn ich jetzt ins Haus der Unklarheiten gucke, liegt hier die Liebe. Ja, es geht hier in Liebesangelegenheiten, beziehungsweise für die eine oder andere natürlich auch um Herzensangelegenheiten, Selbstliebe. Ja, um Unklarheiten, die geklärt werden müssen oder sollten. Ja, müssen ist natürlich immer so die Frage. Ja, euer Gegenüber liegt im Haus der Eulen in der Kommunikation. Das heißt, euer Gegenüber scheint sehr kommunikativ zu sein. Er scheint hier auch wirklich mit euch zu sprechen, viel zu agieren. Die Eulen stehen auch immer für Kommunikation per Internet, Handy. Das heißt, es kann auch für die einen oder anderen sein, dass ihr hier sehr, sehr viel mit dieser Person schreibt, telefoniert. Man hat hier wirklich so eine freundschaftliche Basis im Moment. Jedoch irgendwie ist hier so eine Verwurzelung liegen, ja. Was auch sehr interessant ist, hier liegt auch das Schicksal, das Karma-Kreuz bei, direkt bei euch. Also das scheint schon irgendetwas zu sein, was schicksalsmäßig wirklich so ist, beziehungsweise, ja, für den einen oder anderen kommt mir natürlich auch die Schwere hier rein, weil das Karma-Kreuz macht auch immer etwas schwer. Was auch interessant ist, das Karma-Kreuz liegt auf dem Haus des Berges, ja. Es kann auch sein, dass es hier um zwei Personen geht, bei dir oder bei ihm oder auch bei beiden, ja, wo irgendwelche Ex-Geschichten einfach noch beendet werden müssen. Das können Partnerschaften sein, das können Ehen sein, wo hier schicksalhaftmäßig jetzt etwas beendet wird, was sehr, sehr schwer ist, karmamäßig, damit ihr hier zusammenfindet. Aber hier liegt der Lebensbaum bei. Das heißt, hier geht es um eine ja, vorbestimmte karmische Lebensverbindung. Also das ist sehr selten, dass diese vier Karten so zusammenfallen. Das ist schon sehr prägnant, muss ich sagen. So, euer Gegenüber guckt auch auf den Reiter zu. Das heißt, er wartet auch, dass das Geheimnis vielleicht auch von euch gelüftet wird, liebe Krebse, dass hier der Gegenüber auf ihn zukommt. Ja, es ist irgendwie, es fühlt sich nicht so ganz leicht an, hier aufeinander zuzugehen. Zumindest scheint hier aber Bewegung reinzukommen. Wenn wir jetzt einfach mal bei dem Thema Liebe bleiben, die Liebe liegt ja hier im Haus der Wolken der Unklarheiten. Das heißt, dir, lieber Krebs, ist hier etwas in der Liebe noch nicht bewusst. Hier ist aber irgendetwas, was dein Herz zum Erstrahlen bringt mit der Sonne. Ja? Hier ist schon auch etwas, wo man sich eine Partnerschaft vorstellen kann, wo viel Kommunikation ist und wo etwas entweder über eine Reise beziehungsweise entweder wohnt auch vielleicht diese Person weiter weg, du wohnst weiter weg, über eine Reise geklärt werden muss. Hier sieht man, es geht um zwei Beziehungen. Dasselbe, was ich hier schon mal gespürt habe. Hier liegen zwei Beziehungen drin. Eine Beziehung, die in den Verlust geht, wo eine Trennung und Scheidung liegt. Und eine neue Beziehung, die hier entstehen könnte. Jedoch knabbert noch irgendetwas an deiner eigenen Stärke. Was das Thema Liebe angeht, ja, man scheint hier noch so ein bisschen, ja, alte Verletzungen einer Partnerschaft noch nicht ganz verdaut zu haben.
Aber ganz klar geht es hier um zwei verschiedene. Wenn ich dann nämlich auch spiegele, hat man hier einmal das Neue und einmal das Alte. Die Liebe ist nochmal gespiegelt mit dem Brief. Das heißt hier etwas, eine Nachricht, eine Kommunikation wieder, die auf einen zukommt. Also hier scheint viel Kommunikation drin zu sein im Dezember. Und die Fische für das Seelische, ja, für das wirklich, ja, man fühlt sich sicher angekommen. Und sehr schön hier auch nochmal, die Störche liegen im Haus der Transformation. Das heißt, eine Transformation wird hier gelingen. Die Störche bringen immer das, was links davon ist und führen zu dem, was rechts davon ist. Das heißt, die Störche bringen dir im Dezember, lieber Krebs, hier die Sonne ins Leben und führen zu einer wirklichen Beständigkeit. Und in der Beständigkeit liegt der Schlüssel. Also das scheint was Beständiges jetzt zu sein, was hier auf dich zukommt, ja. Das ist so, was diese alten Belastungen, ja, hier einfach, ja, wegmacht oder zum Teil lindert, sagen wir es mal so. Ja, wenn wir dann zu der festen Partnerschaft kommen, die liegt ja im Haus des Bärens, der Kraft, der Stabilität, eine Beziehung, die euch hier wirklich Kraft gibt, ja, die einen auch Unterstützung gibt, vielleicht auch Unterstützung in diesem Trennungs- oder Scheidungsprozess, der hier einfach noch liegt und noch nicht verarbeitet ist. Das kann sein, dass es wie so ein Freund dich begleitet, weil hier liegt auch die Freundschaftskarte. Freundschaftlich begleitet in dem Sinne von dieser Trennung, diesem schmerzhaften Prozess, was hier passiert ist. Ja, und im Haus des Ringes liegt auch die Sterne, das Gelingen, ja. Hier ist etwas, was jetzt zum Gelingen kommen darf, in einer Partnerschaft. Eine mega schöne Energie, wenn ich das wahrnehme. Was euch auch so ein bisschen aus dieser Trennung, aus diesem, ja, was mit jetzt falsch gelaufen ist mit dieser Scheidung. Und wenn ich hier auf diese Scheidung gucke, nur noch mal zu gucken, also Scheidung sehe ich hier dran, Ring und Turm, da knabbert was dran. Der Bär steht oft für Rechtssachen. Ich darf zu Rechtssachen in Kartenbildern nichts sagen, aber hier ist ja ein Scheidungsprozess durch den Bären einfach angezeigt. Für den einen oder anderen ist diese Information jetzt einfach wichtig, deswegen sage ich es nochmal, weil im Haus des Turmes liegt der Fuchs, ja, für diese Trennung, da liegt die Falschheit. Dieser Partner ist falsch und kann, ja, sehr hinterlistig sein. Da einfach nochmal, ja, drauf achten für euch. Das einfach nur nochmal als kleinen Tipp am Rande. Ja, wenn wir dann nochmal weiter gucken ins Berufliche, das liegt bei euch sehr schön in den Blumen, im Gelingen. Im Beruflichen liegt der Schlüssel. Ja, hier ist zwar irgendetwas, was euch manchmal noch blockiert. Hier liegt aber das Glück und die Veränderung. Hier kommt von außen etwas auf euch zu, ja, was euch jetzt noch nicht bewusst ist, was hier wirklich bewusst wird. Aber das Berufliche wirklich mit dem Glück und der positiven Veränderung. Diese Blockade, die man hier hat, geht recht schnell wieder raus. Dann schauen wir nochmal auf die Finanzen. Die Finanzen sind hier oben im Haus 4. Das heißt, eure Finanzen sind in einem sehr guten Fundament. Hier scheint alles gut zu laufen. Hier hat man die Treue, die Dauerhaftigkeit, also dauerhafte Einnahmen. Hier kommt zwar nochmal etwas auf einen zu. Hier kann es auch mal zu einer höheren Ausgabe kommen, die ein bisschen Unruhe macht. Jedoch generell sieht man auch in den Finanzen es ins Glück fahren und in den Finanzen liegen nochmal die neuen Wege. Das heißt, für den einen oder anderen kann es hier auch sein, dass sich neue finanzielle Wege eröffnen. Auch da sehr, sehr schön. Ja, in eurem häuslichen an sich liegt ihr in der Sonne. Da kommt wirklich was zum Erstrahlen. Da wird etwas Altes hier transformiert. Auch hier sieht man nochmal diese Transformation eines Alten für einen Neuanfang, der aber schicksalsmäßig so karmisch kommen soll. Hier gab es viele Belastungen im Häuslichen. Hier sieht man wieder halt diese Trennung auch angezeigt. Jedoch liegt hier etwas Neues für euch im häuslichen Bereich bereit. So, dann schauen wir doch nochmal auf Freundschaften. Ja, die liegen im Haus des Schiffes, der Bewegung. Ja, man scheint hier aufeinander zuzugehen.
Hier gab es viele Gespräche, hier gab es auch Gespräche oder gibt es Gespräche mit dem Gegenüber. Hier sind Lebensfreundschaften angezeigt. Es gibt auch Freundschaften, wo etwas ein bisschen hakt und blockiert. Eventuell es auch Streitgespräche gab, wo man sich abwendet, weil man einfach so mit dem Mond merkt, es bedrückt einen. Es ist einen Moment kein Beitrag mehr, aber dafür kommen mit der Sonne einfach auch wieder neue Menschen ins Leben. Ja, und dein generelles äußeres Umfeld liegt hier im Haus des Schicksals, des Karmas, mit dem Schlüssel, etwas kommt zur Heilung. Etwas, was euch nicht klar war, wird jetzt geöffnet im Außen und da kommt wirklich Harmonie und Beständigkeit rein. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Ja, und bei eurem Partner, eurem Gegenüber, für die neue Person wahrscheinlich jetzt, weil, wie gesagt, eine geht raus, liegt wirklich die Harmonie, ja. Da geht es immer wirklich um Angekommensein, ja. Also euer Gegenüber fühlt sich hier bei euch angekommen, ja. Da ist Harmonie, da ist, ja, wirklich, es ist einfach schön. Es fühlt sich einfach schön an. Und wenn ich dann einfach im Haus der Harmonie, das steht auch für die Sexualität, gucke, da liegt der Mond ja für wirklich tiefe innere Gefühle. Also sehr, sehr schön von der Energie. Ja, dann gucke ich nochmal, ob noch irgendwas Prägnantes hier drin liegt, was ich euch noch übermitteln möchte. Ja, man sieht einfach bei euch mit dem Karma-Kreuz im Rücken, das kann ich nochmal sagen, dass ihr hier wirklich eine ganz, ganz schwere Zeit hinter euch hattet, ja. Hier ist wirklich eine schwere Zeit mit dem Transformation und dem Karma-Kreuz für euch, die aber jetzt dann auch langsam rausgeht, indem jemand Neues kommt und etwas Altes hier dann, jetzt vielleicht nicht unbedingt im Dezember, aber langfristig getrennt wird und geklärt wird für euch. Und wie gesagt, die Transformation liegt ja hier auch im Haus der Veränderung mit den Störchen und hier die Transformation zu neuen Wegen. Ja, ihr Lieben, eine tolle Energie, die ich hier wahrnehme. Jetzt würde ich einmal ab der Personenkarte jede fünfte Karte rausnehmen, um euch nochmal eine Gesamtzusammenfassung für den Monat daraus zu geben, ja, das heißt, die fünfte wären die Sterne. Ich nehme die einmal raus und lege die gleich wieder hin. So, wenn euch diese Videos gefallen, dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr rege kommentiert, wenn ihr mir die Videos teilt, damit ich mehreren Menschen noch ein Beitrag sein kann. Ja, über jeden Daumen hoch etc. Das macht einfach total Spaß, wenn man dann mit euch interagiert und sieht, dass man den Menschen ein Beitrag sein kann mit dem, was man hier tut. So, dann lege ich sie mal wieder hin. So, das waren die Sterne, der Mond, der Schlüssel, das Seelische, die Finanzen, der Beruf, die Eulen und der Fuchs für die Schlauheit. So, also, irgendetwas hier im Seelischen scheint hier für euch wirklich ins Gelingen zu kommen. Ja, auf Seelenebene, Seelentiefe. Wir haben hier wirklich mit den Karten dreimal so diese Seelenebene, dieses Gelingen mit dem Schlüssel, wirklich das Gelingen. Für den einen oder anderen ist es hier wirklich auch ja, das Berufliche beziehungsweise was, was wirklich Fundament hat. Der Anker ist ausgeworfen. Ja, hier gibt es viel Kommunikation. Man traut sich vielleicht noch nicht, das auszusprechen. Ja, der Fuchs guckt nochmal an die Kommunikation. Ja, ich spüre hier so ein bisschen Ängste. Aber ihr wisst, wer hier für euch bestimmt ist. Das ist also wirklich, wenn man das Karma-Kreuz und euch da gesehen hat, das ist etwas Schicksalhaftes, ja. Habt hier den Mut, auch auf euer Gegenüber zuzugehen. Das kann ich nur sagen von der Energie. Ich werde jetzt nochmal eine Seelenbotschaft für euch, liebe Krebse, ziehen. Was ist hier noch am wichtigsten und beitragendsten zu übermitteln für den Monat Dezember? Und da wollte sie raus. Kampf. Es lohnt sich zu kämpfen. Bitte um Kraft und Geduld. Bleibe dran und halte durch. Ja, und dieser Kampf, der bezieht sich hier wirklich auf das Loslassen des Alten.
ja, wirklich hier in eine neue Stabilität zu kommen, wirklich zu sagen, also diese Trennung, diese Scheidung, die hier wirklich angezeigt war, das scheint für viele wirklich ein Kampf gewesen zu sein. Da wirklich weiter zu kämpfen für sein Recht, für die Trennung, für, hier liegen ja auch Finanzen noch, für finanzielle Klärung, ja. Da hat man ja gesehen, dass da auch neue Wege kommen, dass man da einfach für kämpft, für sein Recht, sage ich mal, für das, was man denkt, was einem zusteht, in welcher Form auch immer. Und dass man für sich kämpft, in der Form seinen Lebensweg, seinen Schlüssel weiterzugehen, ja, auch mit einer neuen Liebe, sich der Liebe jetzt nicht zu verschließen, ja, auch wenn es da halt sehr, sehr schwer war. So, wir schauen mal. Wow, da kommt schon mein Krafttier für euch. Das wollte ganz schnell raus. Wir sind mal, ja, das ist das Pferd. Das springt, das galoppiert schon 3 Schritte nach vorne. Zusammenhalten in der Gruppe. Mitgefühl haben, Verantwortung gerecht verteilen. Ja, hier geht es wirklich drum, etwas zusammenzuhalten. Ja, hier auch eventuell mit den Freunden, mit Arbeitskollegen, ja, mit dem neuen Partner. Das Mitgefühl mit den verschiedenen Situationen haben, weil es war ganz klar angezeigt in der Liebe, dass die alten Belastungen bei dem einen, vielleicht auch bei beiden, noch nicht ganz weg sind. Aber man hier zusammen, indem man dieses Mitgefühl zeigt, füreinander da ist, wirklich aneinander wachsen kann, sich ein Beitrag sein kann und wirklich die Situation, ja, diesen Kampf, der hier vielleicht auch noch für den einen oder anderen innerlich kommt, ja, gemeinsam zu bewältigen. Ja. Hier geht es wirklich um das Miteinander. Um viel, viel Kommunikation habe ich gesehen. Es ist einfach, ja, ein schönes Miteinander. Ihr werdet hier anscheinend, liebe Krebse, im Dezember jemanden oder mehrere Menschen an eurer Seite haben, wo viel Kommunikation, viel Unterstützung da ist, ja. Euch durch schwere Zeiten zu helfen, ja. Und wieder neuen Mut zu fassen, nach vorne zu gehen. Ja, in dem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch eine mega tolle Adventszeit, schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn wir uns auch im nächsten Jahr hier auf dem Kanal wiedersehen. In dem Sinne wünsche ich dir alles, alles erdenklich Liebe, lieber Krebs, und bis hoffentlich bald. Deine Sophia. Tschüss.